Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich einfach mal so ein informatives Video raushauen, denn am 26. November, also quasi jetzt am Freitag, ist Black Friday und diese Woche haben wir schon krasse Angebote und Rabattaktionen und ja, da wollte ich einfach mit diesem Video so eine kleine Plattform geben, dass ich erstmal in diesem Video mein Wissen teile und gleichzeitig euch dazu aufrufen, in den Kommentaren, falls ihr was Cooles entdeckt, das einfach auch rein zu posten. Also wenn du Bock drauf hast, das dir anzuschauen, was ich hier schon mal so gesammelt habe, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Natürlich sind auch ja einige Sachen hier mit dabei, die ich durch meine Kooperationspartner genannt bekommen habe, beziehungsweise wo ich ja quasi, ja, wo gesagt worden ist, hey Claudi, wir haben Black Friday Week und das ist dein Code. So. Und deswegen habe ich mir gedacht, es macht einfach Sinn, wenn ich so eine Art geballtes Video jetzt mache. Natürlich, es wird auch in dieser Woche, ich glaube am Donnerstag oder am Freitag kommt auch ein Aufgebraucht-Video von mir. Ich glaube, da habe ich dann auch noch den ein oder anderen weiteren Code. Das heißt, sobald dort auch ein weiterer Code ist, werde ich ihn hier auch nochmal in die Infobox reinpacken können. Genau. Aber jetzt habe ich erstmal so das gesammelt, was ich quasi ab jetzt schon euch mitteilen kann. Und wie gesagt, ich fände es halt richtig geil, dass wenn ihr jetzt im Laufe der Black Week dieses Video seht und euch denkt so, hey cool, das ist mega interessant hier, aber ich habe auch noch den ein oder anderen Deal gerade entdeckt, schreibt das gerne in die Kommentare. Also das fände ich total cool, auch vielleicht mit einem Rabattcode oder so, den ihr irgendwo findet, ne, dass man halt so eine Art Forum jetzt so macht. Ich fände es cool, denn ich werde hart shoppen. Ich habe in diesem Video sowohl Produkte aus Kooperationen, die ich euch einfach zeigen möchte und euch auch kurz teilen möchte, als auch Produkte aus meiner Wishlist, also was ich mir quasi jetzt diese Woche bestellen möchte. Ja, denn jetzt ab Montag beginnt die Black Week und da rasten alle einfach hart aus. Nicht nur online, also das darf man nicht vergessen, ne? Auch im stationären Handel. Als ich letztens bei uns in der Stadt einfach mal durch die Straßen geschlendert bin, habe ich schon direkt ganz viele so Aufsteller vor den Geschäften gesehen. Black Week, Black Sale und so weiter. Das heißt, zum Beispiel zu Douglas werde ich bei uns auch gehen und dort dann auch stationär einfach mal schauen, was die dort halt so im Angebot haben. Denn ja, manchmal haben die Läden da nochmal so ein paar extra Angebote und das finde ich ganz cool. So, ich mache das Ganze alphabetisch. Ich habe mich vorbereitet und mir tatsächlich eine kleine Tabelle gestellt. Und ich möchte einfach starten mit Amazon. Ja, klar, Leute. Ich bin Amazon Prime-Mitglied. Das bin ich nicht nur deswegen, weil ich irgendwann mal gedacht habe, puh, ich bestelle ganz schön viel online. Sondern, also online bei Amazon, ne, und kann dadurch halt Versandkosten sparen, sondern du kannst ja auch auf diese ganzen Dienste zugreifen, hier mit diesem Prime Video und Prime Music und Prime Reading und hast du nicht gesehen. Mein Freund und ich gucken übrigens aktuell, deswegen, ich muss schnell mit diesem Video hier durch sein, weil wir sind gerade in der letzten Staffel von The Man in the High Castle, die suchten wir gerade hart. Mein Freund hat auch schon danach die nächste Serie rausgesucht, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich habe mich auch schon bei der Serie jetzt sehr überraschen lassen. Auf jeden Fall, das gehört ja auch zu diesen Diensten mit dazu, ne? Ich glaube, dass aktuell sogar ein oder zwei Monate gratis sind. Als ich das damals angefangen habe, halt zu abonnieren, war auch der erste und der zweite Monat, glaube ich, sogar auch gratis. Ich habe euch mal einen Link in die Infobox dazu reingesetzt. Falls ihr euch gerne als Prime-Mitglied anmelden möchtet, dann super gerne über meinen Link, weil ich dadurch halt auch als Prime hier, wie nennt sich das, Prime-Nutzer, wie auch immer, so einen Link erstellen konnte. Freunde werden Freunde, ist es quasi. Und da bekomme ich eine kleine Provision durch. Ich fände es ganz cool. Und ja, genau. Die haben natürlich jetzt auch in dieser Prime Week super Deals. Das ist ja diese Black Friday-Woche. Ist ja auch ganz groß immer angekündigt. Und bis zu 50% Rabatt. Mein Freund und ich, wir sind hauptsächlich ziemlich scharf auf die ganzen technischen Geschichten. Und da es die Wishlist ist, rutsche ich ein bisschen zur Seite und blende euch hier einfach mal dann ein, was auf meiner Wishlist bei Amazon halt so steht und was ich dann quasi auf Beobachtung habe, beziehungsweise aktuell mein Freund. Wir sind vor allem an Technik interessiert, ja. Für mich persönlich ist es sehr interessant, mir mal den Echo Dot anzuschauen. Und zwar haben wir schon einen bei uns in der Küche. Dann habe ich auch noch die Echo Show, sowohl hier als auch bei uns im Schlafzimmer. Wir brauchen eigentlich keine Echo Show im Schlafzimmer, aber es war halt das erste Gerät, was wir so hatten. Und ich hätte gerne einen Echo Dot im Badezimmer. Wir haben da zwar so ein Unterputzradio und auch so
Lautsprecher unter der Decke. Aber ich fände es noch einfacher, wenn ich unter der Dusche stehe und dann quasi meiner Lady Alexa, ich darf es nicht zu laut sagen, weil sonst redet die hier mit mir, sagen kann, was sie machen soll. Ne? Dann könnte ich mir theoretisch, eigentlich wäre das sinnvoll. Nee, Echo Show ist da mit einem viel zu kleinen Bildschirm, das macht gar keinen Sinn. Weil ich gucke halt unheimlich gerne zum Beispiel YouTube-Videos, wenn ich dusche. Das ist ein bisschen, so bin ich halt. Ich habe aktuell noch so einen Funk-Lautsprecher, wo mein Handy quasi mit verbunden ist. Und ich kann aber leider nicht über Bluetooth mein Handy mit dem Radio, was da ist, verbinden. Egal, auf jeden Fall. Deswegen Echo Dot. Eine externe Festplatte steht auch noch auf meiner persönlichen Wunschliste, weil ich habe zwar eine, aber die ist von anno dazu mal und ich habe immer ein bisschen Angst, weil ich die ja auch sehr strapaziere, gerade hier für diese ganzen, also ich habe ja wirklich alle Videos, die hier auf YouTube hochgeladen worden sind, quasi nochmal auf einer externen Festplatte für den Fall der Fälle, ne? Und ich traue der Technik nicht so ganz. Ich habe immer Angst, dass wenn ich die halt wirklich alle 2-3 Tage verwende, dass die irgendwann abkackt. Deswegen steht sie auf meiner Wishlist. Aber Wishlist heißt nicht, das ist meine Einkaufsliste. Es ist einfach nur, wenn da ein guter Deal ist, dann schlage ich dazu. Ja, mein Freund weiß es noch nicht, aber ich habe einen Fernseher auf der Wunschliste. Ich weiß nur noch nicht, welchen Fernseher. Wir wohnen in diesem Haus, das haben wir vor 5,5 Jahren gekauft und dann auch kernsaniert und so. Und den Fernseher haben wir gekauft, als wir zusammengezogen sind. Und wir sind zusammengezogen vor, oh mein Gott, das ist schon so lange her, 2012 war das, ja, da hatte ich meine Ausbildung fertig, da sind wir zusammengezogen. Und kurze Zeit vorher, ich glaube 2011 war das dann, haben wir einen Fernseher gekauft. Das weiß ich nämlich noch, weil wir den damals zu meiner Schwiegermama in Spee nach Hause schicken lassen haben. Oh mein Gott, dieses Video wird viel länger als gedacht. Egal. Auf jeden Fall haben wir den echt schon eine ganze Weile. Ne? Also dann nächstes Jahr sind es 10 Jahre. Und da wir jetzt ja vermehrt eben über Amazon Prime, was man dann ja auch ganz normal über den Fernseher gucken kann, den Fernseher benutzen, wäre es nicht verkehrt, wenn man sich vielleicht mal einen neuen anschaffen sollte und so. Mal gucken. Was auf der Wunschliste von uns beiden ganz weit oben steht und was wir uns auch definitiv dann auch holen werden, also das ist wirklich schon safe, ist eine neue Fritzbox, weil wir haben hier Glasfaser hingelegt bekommen in den letzten Wochen. Und da brauchen wir eine neue Fritzbox, die einfach mal ein bisschen schneller ist, weil die wir jetzt haben, ist einfach auch 5 Jahre alt, ne? Um das mal so zu sagen. Und ich glaube, die ist auch gar nicht so richtig kompatibel und keine Ahnung. Oder das ist die am niedrigsten mögliche Fritzbox, die kompatibel mit der Glasfasergeschichte ist. Und wir können halt bei weitem nicht die Möglichkeiten nutzen, die wir jetzt ja quasi durch die Glasfasergeschichte bekommen haben. Ja, genau. So viel dazu. Also das wäre tatsächlich das, was wir auf Amazon uns so überlegt haben, was wir uns holen wollen würden. Und also was auf der Wunschliste steht. Oh Mann, und vielleicht sollte ich auch mal Akkus auf die Wunschliste setzen, weil ich musste schon wieder meinen Akku wechseln. Das ist Wahnsinn, wie oft ich das machen muss. Alphabetisch geht die Geschichte weiter mit Beauty Mates, ist klar, Leute, ne? Ist eine sehr, sehr wichtige Kooperationsfirma, ein sehr, sehr starker Kooperationspartner von mir. Und von Beauty Mates verwende ich halt die Produkte schon seit 2 Jahren oder so, habe ich die schon in Anwendung bei mir und teste mich da auch immer wieder durch das neue Sortiment durch und so weiter. Durfte auch schon Produkte ausprobieren oder austesten, die es noch gar nicht bei denen im Sortiment gibt, was ich ziemlich geil finde, und habe auch zu meiner Beraterin einen sehr, sehr engen Kontakt, und das finde ich immer ziemlich cool. Und zu Black Week habe ich einen Gutscheincode, der nennt sich Claudi-Black. Ne? Und damit bekommt ihr nicht die regulären 20% Rabatt, die wir normalerweise immer bekommen, sondern es sind jetzt in der Black Week 30% Rabatt. Also falls ihr euch einen Vorrat anschaffen wollt, haut rein, Leute. Es ist ein Affiliate-Rabattcode, das heißt, ich verdiene daran eine kleine Provision. Ich habe euch mal in der Infobox auch ein bisschen was verlinkt dazu. Ich glaube, je nachdem, wie viel ich so verlinken werde in diesem Video, auf jeden Fall den Set-Konfigurator. Es sind einfach geile Produkte, die tierversuchsfrei sind und halt sehr verträglich mit meiner empfindlichen, trockenen Haut. Die bringen mir wirklich was und ich merke auch wirklich einen Effekt. Also ich merke, seitdem ich die Produkte anwende, dass es mir gut tut, dass es meine Haut gut tut. Und einfach weil ich jetzt aktuell den AHA Glow Booster leer habe, habe ich den jetzt einfach mal auch mit hier reingenommen. Ich habe auch noch jetzt aktuell den Pore Minimizer Booster in Anwendung, aber der ist halt noch nicht leer. Und ich wollte hier sowieso meine Sachen schon mal hinpacken, weil ich morgen mein Aufgebraucht-Video drehen wollte. Wie gesagt, AHA Glow Booster, da haben wir AHA, also Fruchtsäure, und BHA, das ist Salicylsäure drin. Das ist halt ein hochkonzentriertes Produkt.
Das heißt, die Booster sind dreimal so hoch konzentriert wie normales Serum, was man halt so im Laden bekommt, ne? Und die mischst du halt einfach in deine reguläre Tagescreme oder so wie ich. Ich mache das in meine Hyaluron Cream Lift, 24 Stunden Intensivpflege für trockene Haut. Das ist jetzt die Variante, die auch mit Ziza ist und mit Ceramiden und so weiter. Die ist halt ein bisschen reichhaltiger. Und im Sommer und immer wenn es ein bisschen wärmer ist, verwende ich die leichte Variante, die ganz normale Boost, ne? Und jetzt im Winter und im Herbst verwende ich die Cream Lift, ist einfach reichhaltiger und besser für mich. Deswegen, die habe ich jetzt aktuell in Anwendung und dann nehme ich mir wirklich nur ein ganz kleines bisschen von der Creme in meine Handinnenfläche, mache dann 3 Tropfen von dem AHA Glow Booster zweimal die Woche rein, dienstags und freitags oder ja jetzt nicht mehr, weil er ist leer. Und das ist dann quasi ein Säurepeeling. Ne? Also das regeneriert die Haut und gleichzeitig hat es auch noch so Wirkstoffe mit dabei, die der Haut auch Feuchtigkeit spenden und so weiter. Und ich finde es halt ganz geil, Beauty Mates ist ohne Rampampam-Geschichten und deswegen verwende ich die halt gerne, preise die halt auch immer wieder gerne an. Also ich glaube, in so gut wie jedem Aufgebraucht-Video, in jedem Favoriten-Video, in manchen Schminkvideos seht ihr die Creme zum Beispiel auch als Base. Ne? Ich habe die immer irgendwie in Integration hier mit bei. Also da könnt ihr mir vertrauen, das ist eine gute Firma. Die haben schöne Produkte. Wie gesagt, schaut auf der Homepage vorbei. Da gibt es einen Set-Konfigurator, falls ihr euch die Produkte so zusammenstellen möchtet. Da gibt es auch noch so eine Art Möglichkeit, dass du durch eine künstliche Intelligenz und ein Foto von dir herausfinden kannst, was deine Haut so braucht, was ich arschwitzig finde. Und ja, also, ne, wie gesagt, Claudi-Black, 30% Rabatt, gibt euch quasi, ja, jetzt in der Black Week, ne, 30% Rabatt. Ich finde es klasse und kann es euch einfach nur ans Herz legen, da mal vorbeizuschauen, falls ihr auf der Suche seid nach einer nice Gesichtspflege. Ja, genau, so viel dazu. Dann habe ich noch Chiquelle hier auf dem Zettel stehen. Da habe ich was ganz Krasses für euch. Und zwar habe ich 40% Rabatt in dem Code. Das ist hart, ne? 40% ist, also, weiß ich nicht, ich hatte letztens noch einen Code gehabt über, ich glaube, 20% war das, ne? Und jetzt zur Black Week haben die gesagt, komm, wir verdoppeln den Code einfach mal und hauen 40% raus. Ich war auch baff, als ich das gelesen habe und konnte es kaum glauben, weil es ist ja fast nur noch die Hälfte, was du dann für die Sache bezahlst, ne? Also, es ist der Code BLACK40, also das ist kein personalisierter Claudi-Code, sondern generell bei der Black Week BLACK40. Bekommst du 40% Rabatt auf alles im Online-Shop. Es ist ein schwedischer Online-Shop, das heißt, die Mode ist ein bisschen anders. Ich habe hier auch ein bisschen was einfach vom letzten Haul noch vor mir liegen. Wie gesagt, ich habe euch den Haul auch verlinkt, da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Da habe ich auch Tragebilder mit dabei. Und wir haben immer sehr begrenzte Stückzahlen dort zu finden. Das heißt, recht schnell sind die Produkte dort auch ausverkauft und dann kommt die neue Kollektion auch online. Die Qualität leidet darunter aber wirklich nicht. Das muss ich wirklich sagen. Das ist echt hart. Ich finde es cool. Wenn man mal etwas Farbigeres haben möchte oder aussehen möchte wie ein Baum, was ich mir zum Beispiel bei diesem Oberteil überlegt hatte, kann man sich auch einfach dieses Oberteil bestellen. Das ist auch langärmlich. Habe ich letztens erst angehabt. Deswegen kommt es eigentlich aus der Wäsche gerade. Und ja, ist halt so ein Off-Shoulder-Vieh. Ne? Trägt man halt entweder ohne BH oder halt mit so einem trägerlosen BH. Und hier konnte man eine Größe auswählen. Oft hast du das so bei Chiquelle, dass es halt One Size ist, ne? Genau, in dem Fall war es die Größe M, die ich gewählt habe. Also letztes Mal, als ich dort auch bestellt habe, habe ich auch, einen Glücksgriff nach dem nächsten gehabt. 4 Teile habe ich nämlich zugeschickt bekommen. Denn das waren echt so geile Teile, die ich so hart schon getragen habe. Das hier kommt jetzt auch relativ frisch von der Wäsche. Das hing eben noch bei uns im Büro quasi. Wir haben so ein Durchgangsbüro und da hänge ich immer die Wäsche auf, weil wir hier immer so trockene Luft haben. Und doch, das ist aber schon trocken. Das ist so ein One-Size-Pulli gewesen. Ne? Der hat einen schönen V-Ausschnitt. Den kannst du aber auch geil mit einem Rock kombinieren. Wirklich. Und dann sieht das schon wieder schick aus. Ich habe letztens so ein Outfit of the Day bei Instagram gemacht und da hatte ich auch den Pulli an und dann halt einen Rock drüber getragen. Und da wurde mir auch geschrieben, dass ich einen sehr mutigen Style hätte. Fand ich ziemlich ulkig, weil ich das eigentlich gar nicht so mutig fand. Aber gut, gute Qualität und der ist jetzt auch schon 2-3 Mal durch die Waschmaschine gelaufen. Ne? In trockener packe ich den natürlich nicht, aber der fühlt sich so schön auf der Haut an, der kratzt nicht und so. Ihr könnt euch da auch immer die Materialzusammensetzung angucken. Genau, und bei meiner Körpergröße ist dieser Pulli auch nicht zu kurz. Ne? Der ist nämlich so schön lang. Ich mag das nämlich eigentlich nicht so ultra gerne, wenn wir jetzt so super kurze Sachen haben. Es sei denn, es ist ein Pulli wie der, den ich euch jetzt nochmal zeige. Das ist dieser hier, der so fancy pantsy ist. Den trägst du definitiv nämlich mit dem Rock. Ne? Den musst du mit einem High-Waist-Rock tragen, weil er hier auch extra so eine Naht dafür hat. Und der ist aber gar nicht so offenherzig, wie man denken möchte. Der ist eigentlich
eigentlich recht gut geschlossen. Ne? Also ich hatte an keinem einzigen Tag Angst, dass meine Hopis rausfallen. Und ja, da haben wir auch wieder eine schöne Schmusequalität, sage ich da jetzt einfach mal zu. Wir haben so entspannte Fledermausärmel, ne, die halt so ein bisschen weiter geschnitten sind. Und ich finde den einfach super gemütlich. Ich trage die Produkte von Chiquelle halt super gerne. Ich habe jetzt auch so einen Rock an, den habe ich schon seit 100 Jahren. Ich glaube, der kommt aus einer der ersten Chiquelle-Kooperationen. Ne? Das ist einfach so ein dicker, schwarzer, wolliger Rock. Mag ich einfach gerne. Der ist jetzt ein bisschen flusig, habt ihr auch gesehen, ne? Weil ich habe so einen weißen Mr. Wow, mit dem ich halt gerne schmuse. Und ja, genau. Wie gesagt, Black 40% Rabatt. Die haben schöne Teile. Also die Qualität ist wirklich gut. Preislich sind die jetzt gar nicht so ultra günstig, aber die ist gut, die Qualität. Und gerade Wintermode, finde ich persönlich, können die am allerbesten. So, dann gehen wir mal zum nächsten weiter. Wishlist zur Seite rutschen. Douglas. Ja, da hoffe ich auf gute Rabatte. Ich weiß es aber noch nicht. Vielleicht haben die sogar eine coole Geschichte so... Au. Ja, das tat weh. dass die so eine Goodie-Aktion mit dabei haben. Weißt du, dass du so eine Black Bag oder sowas mit dabei bekommst? Fände ich ziemlich cool. Denn ich habe das ein oder andere auf der Wishlist stehen. Aber ganz weit oben steht die Kylie Cosmetics Birthday Palette. Das hat mich ein bisschen geflasht, muss ich gestehen, dass Kylie Cosmetics jetzt ja auch scheinbar ihre Limited Editions oder so dort auch mit aufbringt, weil anfangs war das Ganze ja ziemlich basic. Ich habe mir ja auch Blush, Bronzer, Highlighter und so weiter von ihr bestellt und das auch mit euch mal zusammen getestet. Ich hätte Interesse an dieser Palette, die werde ich mir wahrscheinlich mal anschauen. Und dann werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen stöbern, vielleicht das ein oder andere Parfum vielleicht mal, vielleicht vor allem, ne, raussuchen, so als Weihnachtsgeschenk, ne, für Familie, das wäre gar nicht so verkehrt. Apropos D, das fällt mir gerade auch noch ein, das kann ich gar nicht einblenden, weil ich weiß gar nicht, ob es das gibt. DM hatte sonst immer die letzten Jahre auch irgendwelche Black Friday Boxen. Das finde ich mal ganz interessant, ob die dieses Jahr auch wieder eine rausbringen werden. Falls ja, würde ich wahrscheinlich zuschlagen. Das fände ich ganz interessant. Vielleicht hat Rossmann sowas auch. Ich weiß es nicht, aber da werde ich auf jeden Fall die Augen offen halten. Und falls ich was finden sollte, schreibe ich euch das in die Kommentare oder in die Infobox, ne? Dann habe ich einen Tipp für euch. Und zwar, wir sind alle Shopping verliebt offensichtlich, ne? Wenn wir online shoppen und halt nicht stationär shoppen, dann gibt es die Möglichkeit, an vielen möglichen Cashback-Programmen teilzunehmen. Wobei du das auch im Stationären kannst. Da kannst du zum Beispiel Payback nutzen. Online verwende ich persönlich super gerne iGral. Das ist kein Kooperationspartner von mir. Ich habe damals bei Mamako Beauty das gesehen. Sie hatte nämlich mal eine Kooperation mit denen. Und da hat sie quasi so ein Gedönsen gehabt, wenn du auf den Link geklickt hast, dann hast du direkt auch irgendwie, ich glaube, 10 oder 20 Euro Startguthaben gehabt und und sie hat dann auch Cashback dafür bekommen, ne? Irgendwie so ist das halt. Und genau ähnlich wird es jetzt auch zur Black Week sein. Also das heißt, ich habe euch einen Link zu iGral, so einen Einladungslink in die Infobox gepackt. Das ist ein Portal, darüber könnt ihr euch anmelden und zum Beispiel, wenn ihr das übers Handy macht, macht ihr eine iGral-App einfach auf das Handy und könnt dann über die iGral-App dann die entsprechenden Shops auswählen. Finde ich persönlich aber furchtbar umständlich, muss ich ehrlich sagen. Ich mag es lieber, wenn ich, aber ich shoppe auch eigentlich eher, wenn ich am Laptop sitze, da habe ich den Cashback-Melder nämlich aktiviert. Und dann erscheint nämlich oben immer so ein kleines i bei mir und dann sehe ich immer direkt, iGral ist am Start. Und gleichzeitig ist auch noch da die Möglichkeit, dass einem die ganzen Rabatte und so auf der Homepage angezeigt werden, weil iGral nicht nur Cashback gibt, sondern gleichzeitig auch noch so ein Rabattsammlungsportal ist. Ganz, ganz interessant. Ja, genau. Und da bekommt ihr ziemlich viel Cashback. Ich habe eben gesehen, als ich nämlich hier so nach diesen ganzen Shops recherchiert habe, dass es aktuell sogar für Douglas 10% Cashback gibt oder so. Aber das gilt dann halt immer nur, wenn du dann Neukunde bist und so weiter. Wenn du Bestandskunde bist, dann hast du meistens deine 3, 4, 5% Cashback, ne? Von bis. Manchmal hast du auch gar keinen Cashback. Ja, aber ich finde das gar nicht so verkehrt. Ich habe dadurch schon ziemlich viel Geld angesammelt und das kann man sich dann immer wieder auszahlen lassen. Ich glaube, ab einem Betrag von 25 Euro oder so. Und ich finde es cool. Also ich nutze das sehr gerne, kann euch das nur empfehlen. Und deswegen habe ich das jetzt hier einfach auch nochmal aufgeschrieben. Vor allem, weil es da jetzt einfach gerade immer wieder erhöhtes Cashback geben wird. Gerade Richtung hier Black Friday Week und Weihnachtszeit und so. Leute, da geht die Party noch hart ab. Ja,
Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, es gibt ja die Lookfantastic Box und es gibt auch den Lookfantastic Shop. Genau. Und in dem Lookfantastic Online Shop kann man super viele interessante Rabatte und Produkte finden. Und jetzt in der Black Week, das habe ich nämlich durch ein Schreiben gesehen, bekommt man in der Black Week bis zu 50% Rabatt und nochmal 15% extra mit dem Code CyberVC. Ich weiß nicht, wofür das VC stehen wird, aber gut. Genau, dazu habe ich euch meinen Link in die Infobox gesetzt. Und da habe ich sowohl Empfehlungen für euch als auch eine Wishlist. Die Empfehlungen sind sowohl hier, wie heißt das? Drogerieprodukte, so. Da haben die nämlich Maybelline im Sortiment. Die Lash Sensational Sky High Mascara gibt es dort natürlich. Ne? Die wird dort auch reduziert sein. Also von daher, falls ihr Bock habt, haut rein. Ne? Ich glaube, die war auch relativ damals, als sie rausgekommen ist, relativ überall ausverkauft. Bei Lookfantastic gab es die irgendwie immer noch. Auch was ich euch empfehlen kann, ist von Urban Decay das All Nighter Ultra Glow Long Lasting Make-up Setting Spray. Ich liebe ja Glow. Natürlich auch die reguläre Variante davon. Ne? Aber das Ultra Glow, das hier finde ich am allerbesten, weil ich mag einfach zum einen diese Geschichte mit... Oh, ich muss hier mit diesem Tisch aufpassen. Zum einen die Geschichte, dass man halt quasi den All-Nighter, das Setting Spray an sich verwendet, weil das tackert dir dein Gesicht halt auch ein Stück weit fest. Und zum anderen halt hier nochmal Glow mit dabei. Ich glaube, ich habe eben, als ich mich geschminkt habe, gar kein Setting Spray verwendet. Können wir jetzt ja mal zusammen machen. Also, ne, schöner Sprühstoß. Haben wir das jetzt mal zusammen verwendet, ne? Ja, muss jetzt natürlich noch ein bisschen antrocknen, aber das gibt schon einen schönen Glow. Und ich finde, das macht auch immer ein schönes Finish auf der Haut. Also von daher, das hier, volle Empfehlung. Und was ich euch auch noch empfehlen möchte, ist die Too Faced The Natural Nudes Born This Way blablabla Palette. Hat eine furchtbare Verpackung. Also ich persönlich habe das eigentlich lieber, wenn die halt in diesen Blechverpackungen sind. Das ist jetzt ja, ich weiß nicht, die neue Variante davon oder die günstige Variante der Verpackung von Too Faced, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das halt diese Pappverpackung. Die hat halt die perfekten Nude-Töne und damit kann man sich einfach so schöne Looks schminken, das muss ich euch wirklich sagen. Ne? Ich habe die schon so viel verwendet und man sieht es nicht. Gut, ich mache meine Paletten halt auch immer sauber, aber trotzdem sieht man es einfach nicht. Ne? Gerade diese Schimmertöne, da gehe ich aber meistens auch mit dem Finger rein. Doch, ein bisschen sieht man, dass man die benutzt hat. Und mache mir die dann gerne einfach so als, ne, ich mache mir zum Beispiel gerne einfach irgendeinen von diesen matten Tönen komplett auf mein Auge und dann einen so einen Schimmerton einfach hier in den Winkel und ziehe mir das dann so bis zur Hälfte, fertig ist die Laube. Das wäre dann für mich so ein ganz langweiliger und basic-mäßiger Alltagslook, der aber so gut mit dieser Palette geht. Also für mich die perfekte Nude-Palette, wo Schimmer mit drin sind. Ne? Genau, also das wären die Produkte, die ich euch empfehlen kann, die ich schon kenne. Und jetzt kommen wir zu meinen Wishlist-Produkten, wo ich hoffe, dass die richtig krass reduziert sind. Und zwar ist es eins. Und zwar von Urban Decay die Naked Cyber Palette. Ja, ich hasse diese länglichen Fännchen, aber ihr habt es ja gerade bei der Too Faced Palette auch gesehen, ne? Ausnahmen bestätigen Regel, die Regel. Wenn ich richtig Bock drauf habe auf die Palette, dann ist es für mich auch in Ordnung, wenn das längliche Fännchen sind. Bei der Cyberpalette juckt es mich unter den Fingern, weil ich die irgendwie cool finde. Die ist einfach abgefahren. Und die ist ein bisschen was anderes. Ne? Also ich mag gerne anders sein, anders aussehen, andere Looks haben, anders mich schminken, als man das so erwartet oder so. Weil ich das einfach schön finde und ich mich damit super wohlfühle. Und deswegen würde ich mich wahrscheinlich mit der Palette auch sehr wohlfühlen. Und deswegen steht sie auf meiner Wunschliste. So, dann kommen wir zu einem Kooperationspartner von mir, den ich immer wieder erwähne, den ich hart feiere und was eine so liebe, liebe Kooperation ist, Purish. Leute, ne? Da haben wir in der Black Friday Week oder Black Week 30-50% Rabatt. In dieser Zeit sind dann quasi auch unsere Influencer-Codes leider nicht anwendbar, glaube ich jedenfalls, also wenn ich das richtig gelesen habe, aber 30-50% Leute, ne? Das ist meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, dass dann unsere Codes nicht gelten. Es gibt aber die Möglichkeit, dass wenn ihr dort bei Purish einkaufen möchtet und über meinen Link in der Infobox geht, dass ich dann trotzdem dafür Provision bekomme. Das heißt, normalerweise bekommen wir ja quasi über die Codes, die wir euch nennen, unsere Provision, unsere Affiliate-Link-Geschichte, ne? Wie auch immer, unser persönliches Cashback dafür, dass wir euch auf die Homepage geleitet haben. Da unsere Codes jetzt ja nicht aktiv sind, geht das nur, wenn ihr dann quasi über unseren Link klickt. Dadurch sind die Produkte für euch nicht teurer, nicht günstiger oder sonst irgendwas. Ihr habt dadurch keinen irgendwie Nachteil.
Ihr unterstützt einfach nur euren Lieblings-Creator mit eurem Einkauf, sofern ihr dort einkaufen möchtet. Ich fände es ganz lieb von euch, wenn ihr dort euch umschauen möchtet, dass ihr dann über meinen Link gehen würdet, weil dann weiß Purish, dass ihr von mir kommt. Ja, genau. Link ist, wie gesagt, in der Infobox, ist ein Affiliate-Link dann, ne? 30-50% Rabatt auf verschiedene Marken. Ich habe mir jetzt einfach mal ein paar rausgesucht, die ich euch nennen möchte und zeigen möchte, oder Produkte vor allem auch. Genau, dass ihr da einfach so ein bisschen jetzt von mir durchgeführt werdet, weil je nach Marke, je nach Produktkategorie gibt es dann den unterschiedlichen Rabatt. Und das seht ihr dann direkt, wenn ihr jetzt ab heute, ab Montag auf die Homepage drauf geht, und dann werdet ihr glücklich sein, wie hoch die Rabatte sind. Zuallererst, der blaue Love Adventskalender, den ich euch mal im i verlinken kann, ist noch verfügbar und er war echt gut, Leute. Also wenn man auf die 120 Euro dann nochmal seine 30% Rabatt bekommt, das ist schon mal hardcore, das muss ich euch wirklich sagen. Denn ich habe ihn mit euch zusammen geöffnet und es ist ein toller Inhalt. Ich finde ihn besser als den roten und man bekommt ihn bei Purish. Bei Purish gibt es auf die Produkte von Love 30% Rabatt, glaube ich, müsste das sein. Und ja, das nächste Produkt von Love trage ich auf meinen Lippen und zwar kommt das aus dem Adventskalender. Sorry, das war jetzt ein Spoiler. Das ist der Lippe Fair in der Farbe 502 Marianas Chestnut und ihr seht, das ist ein geiler Ton, ne? Das sieht aus, als hätte ich eben mir so ein bisschen Schokolade gegessen. Passt halt auch zu fast jedem Augenlook, ne? Also ob ich mir jetzt bunte Augen geschminkt hätte oder ob ich den jetzt einfach so drauf gemacht hätte. Ich finde den ganz cool. Ich habe unten drunter noch eine Lippenpflege, muss ich dazu natürlich noch sagen. Dann ist das ein bisschen abgeschwächt. Ja, der schaut so aus. Ist ein bisschen cremiger. Das ist halt kein matter, aber das finde ich auch ganz gut. Ich mag nämlich keine Lippenprodukte, die matt sind, so gerne. Und ich finde den schön. Ja, wie gesagt, ich sehe aus, als hätte ich gerade eine ganze Tafel Schokolade gegessen. Vielleicht habe ich das auch. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich den sehr empfehlen. Ich finde den sehr schön. Auch eine Marke, die reduziert sein wird, ist Dominique Cosmetics. Da habe ich jetzt exemplarisch mir mal einfach diese Palette hier rausgenommen. Die nennt sich, oh Gott, da vergesse ich den Namen immer. Don't be a lady, be a legend. Nein. Get it, girl? Nein. Ich weiß es nicht. Born to make? Ich weiß es nicht. Never apologize, powerful woman? Keine Ahnung. Da steht nämlich der Name gar nicht drauf. Das finde ich total schade. Die Töne da drin sind aber richtig krass. Ich hatte letztens mal einen Look damit geschminkt und zwar einen so einfachen Look, dass ich den auch gar nicht mitgefilmt habe oder so. Das war halt easy peasy Sonnenschein und meine Kommentare waren voll mit Nachfragen davon, welche Palette ich verwendet habe. Sowohl hier als auch bei Instagram. Also Instagram steht hier, ne, AIDUIP, Kleider rückwärts und ein P dahinter. In der Black Week werde ich sehr aktiv sein und solltet ihr mir was schicken mit einem geilen Deal, werde ich es auch reposten und euch verlinken. Also das ist dann immer bei mir in der Story. Das heißt, in der Black Week ist meine Story reserviert für Deals. Genau. Und hier haben wir halt wirklich, wirklich schöne Töne dran. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man halt seine Base nicht versaut. Denn diese Töne hier, Empire, ist so ein ganz, ganz interessanter Ton. Der krümelt nämlich gerne auf das ganze Gesicht. Entweder vorher die Augen schminken oder Kopf überschminken. Das mache ich ganz gerne. Das ist ein kleiner Pro-Tipp, ne? Also quasi so über die Palette hängen und dann schminken. Dann krümelt nämlich nichts auf Gesicht und alles nur auf die Palette. Was auch krass reduziert sein wird, sind die Produkte von Nabla. Da kann ich euch diese Foundation mega ans Herz legen. Das ist die Skin Realist Foundation. Finde ich total klasse. Ich persönlich habe die in der Farbe 1 Fair und die passt einfach Sommer, Winter. Ne? Also jetzt gerade passt sie halt auch richtig gut. Im Sommer hat sie richtig gut gepasst. Ich finde die klasse. Ich kann damit echt gut um und meine Haut mag sie gerne. Sie macht ein schönes Finish und ich kann sie euch empfehlen. Allgemein die Produkte von Nabla sind wirklich empfehlenswert. Auch die Blushes, Bronzer und Highlighter von denen sind richtig geil. Ne? Das sind diese Skin Glazing Viecher. Hier habe ich jetzt aber mal exemplarisch einfach die Foundation mit reingenommen. Kann ich euch wirklich ans Herz legen und finde ich klasse. Wirklich, wirklich gut. Für trockene Haut super geeignet. Da ist auch wohl irgendwie Hyaluronsäure mit dabei, genau. Und da steht hier drauf Beautifying Tinted Balm. Also die ist deutlich deckender als das, was man durch den Namen halt vermuten würde. Ne? Also ich finde die klasse, kann ich euch herzensmäßig empfehlen. Und wenn ihr einfach hoch drauf habt, ein bisschen Radau zu machen, ein bisschen Glow unter der Foundation zu haben oder Glow allgemein im Gesicht zu haben, gönnt euch. Pearl Shine Elixir von How Cosmetics. Als die relativ neu auf den Markt gekommen sind, habe ich das erste PR-Paket von denen zugeschickt bekommen und das hier ist schon die dritte oder sogar vierte Flasche, was ich von diesem Pearl Shine Elixir habe. Das ist Hammer.
Mega, ne? Und deswegen, ich bin einfach herzenstechnisch voll bei How Cosmetics mit dabei. Das ist eine schöne Brand, die ich einfach so sympathisch finde. Ich meine, hey, Leander Sacher, Leute, ne? Wer ein bisschen Trash-TV guckt, der kennt diesen Menschen mittlerweile sehr gut. Also da ist er auch ein bisschen aktiv, um das mal so zu sagen. Und genau, das ist ein gutes Produkt. Er ist nämlich der Geschäftsführer von der Firma. Und ja. Das ist ein Produkt, was gleichzeitig halt so einen dekorativen Kosmetikeffekt hat, als auch einen pflegenden Kosmetikeffekt. Und deswegen kann ich euch das empfehlen. Kannst du als Primer verwenden. Als Serum ist es mir persönlich ein bisschen zu intensiv von der Färbung her, aber ich verwende es gerne als Primer. Auch etwas, was bei Purish reduziert sein wird, sind die Produkte von Luxi. Und Luxi kenne ich, oder Luxi, aus diversen Beautyboxen, denn das ist meine Pinselsammlung, die sich bislang aus Beautyboxen, was Luxi-Pinsel angeht, bei mir angesammelt hat. Das ist Hammer. Das Ganze hat, glaube ich, mit diesem Highlighter-Pinsel angefangen. Nee, der war lila. Der hier war das. Den hatte ich, glaube ich, in meinem allerersten Glossybox-Adventskalender, der Tapered Highlighter in der 522, genau. Und es gibt halt bei Purish diverse Pinselsets, die ihr dort finden könnt. Und ja, gute Qualität. Das sind schöne, weiche Pinsel. Ich mag die richtig, richtig gerne. Und richtig geil finde ich auch hier den Stippling Brush. Den finde ich klasse. Der ist so ein bisschen anders, finde ich, weil der halt so richtig lange Fasern hat, ne? Und der ist halt auch nicht so breit, sondern relativ schmal. Also damit kann ich auch gut arbeiten. Ganz, ganz tolle Pinsel. Die haben auch schöne hier Lidschattenpinsel und so ein Kram. Das ist auch toll. Das ist so ein Pinsel, der greift da halt auch ganz toll. Das Pigment zum Beispiel, ne? Aber da findet ihr halt komplette Pinselsets, die ganz, ganz tolle Sachen mit drin haben. Schöne Marke. Kann ich euch mega ans Herz legen. Ich freue mich immer tierisch wie ein kleines Mädchen, wenn ich die in Beautyboxen drin habe. So, und die letzte Marke, die ich euch in Bezug auf Purish vorstellen möchte, ist Juvia's Place. Ich meine, Hallöchen, Popöchen, haben die krasse Lidschattenpaletten, ne? Nicht nur, weil die schreien, weil sie sehr farbenfroh sind. Also, wenn ich farbenfroh meine, dann sage ich das. Wenn ich farbenfroh sage, dann meine ich das auch so, genau. Sondern auch, weil die Pigmentierung halt so hardcore ist. Und gefühlt jede Lidschattenpalette, die jetzt noch weiter von denen rausgebracht worden ist, ist nochmal eine Stufe härter. Das hier ist jetzt die The Tribe by Juvia's, genau so heißt die. Und damit kann ich so schöne Looks schminken. Also eine ganz, ganz tolle Palette, die halt sehr in das erdige Grün-Braune reingeht, was halt voll zu meinen Augen passt. Ne? Also ich habe grün-braune Augen und deswegen passen diese Looks auch voll zu mir. Auch dieses Orange, ein Traum, da kann ich so schön mit... Boah, mag ich gerne. Ich weiß nicht, ob es genau die hier noch bei Purish gibt, aber ansonsten haben die ja noch andere Paletten dort bei sich drin im Sortiment. Juvia's Place, auch reduziert, kann ich euch empfehlen. Ich habe jetzt versucht, wirklich so geballt wie möglich das Ganze auch reinzubringen. Ich habe bei weitem nicht alle Shops reingenommen, die mir so eingefallen sind, aber zwei habe ich noch. Zum einen ist es Sephora. Sephora ist ein Shop, da bekommt man halt auch so Huda Beauty und sowas, ne? Da ist mein Tipp an euch, euch vielleicht mal den Adventskalender anzuschauen, den ich ja auch auf diesem Kanal schon aufgemacht habe. Der war geil. Der war richtig geil. Und der wird auch reduziert sein, denn die haben auch krasse Rabattgeschichten. Ich bin nämlich eben auch auf die Homepage gegangen. Du bekommst aktuell 20% Rabatt in der App, also für die ganze Black Week mit dem Code FRIDAY. Dafür musst du aber wirklich über die App gehen. Ich persönlich habe kein Sephora bei mir in der Nähe, deswegen kann ich nicht sagen, ob das vielleicht auch in den Läden gilt. Das heißt, wenn man dort vor Ort ist, dass man dann auch 20% Rabatt bekommt. Oder wenn man quasi irgendwas vorzeigen muss, so eine Art Online-Kundenkarte oder sonst irgendwas, vielleicht da einfach mal nachfragen. Also wenn ich hier in Sephora in der Gegend hätte, ich würde safe dahin gehen und fragen, ne, ob da halt die Rabatte auch gelten. Ist zum Beispiel bei Douglas auch öfters mal der Fall, dass wenn dort Online-Rabatte gelten und man das halt einfach zeigt, dass dann gesagt wird, ja komm, ziehen wir dich ja auch ab. Weil man sollte wirklich versuchen, so weit wie es halt irgendwie geht, den lokalen Handel zu unterstützen. Denn wie traurig würde das denn aussehen, wenn es keine Innenstädte mehr gäbe, muss ich wirklich sagen. Genau, also Tipp, Adventskalender, Wishlist sind die Produkte, die jetzt hier kommen. Da habe ich zum einen von Rare Beauty immer noch, oh mein Gott, seitdem die rausgekommen sind, aber die sind mir immer zu teuer, ich bin so knieperig. Einmal der Concealer-Pinsel, den ich so schön finde. Oh, als ich den das erste Mal bei Ellie gesehen habe, bei Alicia Marie, habe ich mir schon gedacht, hey, nein, den brauchst du. Genauso aber auch den Foundation Buffer. Oh mein Gott. Und die sind so teuer, die beiden Pinsel. Aber sie stehen auf meiner Wunschliste. Und vielleicht werde ich mich dann diese Woche dazu durchringen, mir die beiden Pinsel auch endlich mal zu kaufen. Aber ich glaube, 20 Euro kostet der Concealer-Pinsel und 40 Euro der Foundation-Pinsel oder so. Alter, ne? Also da
für einen Pinsel. Ne? Das ist hardcore. Aber der soll so geil sein. Naja. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, sind Produkte von Huda Beauty. Und zwar aus der Glowish-Reihe. Genau, da habe ich einmal den Blush mir aufgeschrieben, den ich einfach richtig schön finde. Denn mittlerweile bin ich echt ein Fan geworden von diesen ganzen Glow-Blushes. Also, dass man halt nicht nur matt hat. Ich trage heute auch einen glowigen Blush quasi nochmal. Das ist von Manakata aus der Glossy Box. Da war der, glaube ich, mal drin. Mag ich sehr, sehr gerne leiden, wenn das Gesicht halt ein bisschen Bewegung bekommt. Ne? Denn wenn man so eine Trockenpflaume ist wie ich, dann genießt man einfach jeden Glow, den man kriegen kann. Und dann habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass ich mir gerne den Bronzer holen möchte aus dieser Glowish-Reihe. Aber, und der ist relativ neu, in der Travel Size. Das heißt, ich verwende viele, viele, viele unterschiedliche Produkte. Und dann finde ich das immer ganz cool, wenn ich die Möglichkeit habe, mir halt die Produkte in einem kleineren Format zu holen. Natürlich ist dann vielleicht das Packaging nicht unbedingt genauso schön oder so. Aber mir persönlich geht es ja darum, dass ich die Produkte an sich teste und mit euch und für euch reviewe und euch dazu sagen kann, ob es halt etwas ist, was sich lohnt oder was sich eher weniger lohnt. Und dafür brauche ich keine Full Size. Da reicht es mir auch, wenn ich nur eine kleine Größe davon habe. Ne? Also zum Beispiel auch bei Mascaren, dass ich hier so eine kleine Mascara habe, um sie auszuprobieren, um sie für euch dann zu reviewen und euch dann auch irgendwo meine Meinung mit auf den Weg geben zu können. Und dann kann ich quasi auch das nächste Produkt testen oder es tut mir dann nicht so weh, wenn das Produkt lange bei mir im Schrank liegt und nicht verwendet wird. Das ist halt immer die Sache. Ich finde es immer für mich persönlich als Content Creator ein bisschen einfacher, wenn es halt kleine Produkte sind, nicht nur wegen der Verstaubarkeit, sondern auch von der Herzensgeschichte her, ne? Finde ich einfach schöner. Für Otto Normalverbraucher ist es natürlich schöner, wenn das Produkt größer ist. Ist klar. Kommen wir zur letzten Geschichte, die letzte Geschichte. Ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen. Es war einmal die kleine Claudi, wusste nicht ganz genau, wie sie sich abschminken sollte. Denn sie hatte die ein oder andere Mascara in Anwendung gehabt, zum Beispiel die Catrice Glam and Doll Waterproof. Und sie hat sich jedes Mal gedacht, oh mein Gott, diese wasserfesten Mascaren runterzubekommen, ist so schwer. Außerdem war sie gerade in einer Phase ihres Lebens, wo sie super viele Adventskalender angeboxt hat und dementsprechend auch immer wieder knallroten Lippenstift trug. Sie störte es sehr, dass sie immer nach dem Duschen mit Panda-Augen hinauskam und immer noch Lippenstiftreste auf ihrem Gesicht zu sehen waren. So trug es sich zu, dass sie sich auf die wilde Reise durch ihre E-Mails machte und glücklicherweise eine E-Mail fand, in der sie von der Firma Yepoda angeschrieben wurde, welche ihr anbot, mit ihr zusammen zu kooperieren. Claudi dachte nicht lange darüber nach und willigte in die Kooperation ein und das erste Produkt, welches ihr in die Hände fiel, war The Calm Bomb von Yepoda. Sie testete The Calm Bomb von Yepoda aus und befand ihn durchaus für gut. Sie entdeckte ebenfalls das Double Cleansing für sich. Ich rede mal wieder normal, okay? Auf jeden Fall war das tatsächlich so ähnlich, die Geschichte. Den The Calm Bomb, das war das erste Produkt, was ich von Yepoda zugeschickt bekommen habe. Und das war auch der Grund, wie ich quasi ans Double Cleansing gekommen bin. Also ich habe parallel noch einen anderen gehabt, den ich auch ausprobiert habe. Trotzdem bin ich da nicht ganz so mit zufrieden gewesen. Der hier hat mich überzeugt. Und der hier hat mich auch bei Stange gehalten, dass ich auf einem Double Cleansing geblieben bin. Und zwar bedeutet das für mich, ich nehme hiervon, das ist so eine warmige Textur, das ist jetzt neu, denn ich habe meinen letztens erst aufgebraucht. Habt ihr in meinem letzten Aufgebraucht-Video gesehen. Also ihr seht es hier, ne? Das ist so ein festes Produkt. Wird in Kontakt mit der Haut halt so ein bisschen geschmeidiger von der Konsistenz. Und dann nehme ich mir halt so einen Finger raus, ne? Also ist dann quasi auf meinem Fingernagel, mache das dann zwischen meinen Fingern, wärme das auf und dann fange ich an meinen Wimpern an oder meinen Augen und dann streiche ich das so, vorsichtig runter. So, und löse damit nach und nach das Make-up. Und dann fange ich an, über die Augenbrauen zu rubbeln, denn da habe ich immer krasse hier Festaker-Produkte. Jetzt gerade habe ich auch so ein Essence irgendwas hier aus der, aus der neuen Geschichte ist es hier ja, ne? Genau. Wie heißt der überhaupt? Lamination Style, ja, definitiv. Das laminiert dir die Augenbrauen fest. Genau, dann gehe ich über die Augenbrauen und dann gehe ich immer weiter außen drum zu und dann gehe ich über die Lippen und löse damit schon mal alles auf. Dann sehe ich aus wie ein Bergarbeiter. Dann dann gehe ich unter die Dusche, mache meine Hände ein bisschen nass, emulgiere das Ganze auf und dann wasche ich mir die ganze Geschichte runter. Unter der Dusche verwende ich dann immer einen Schaum, da gibt es ja auch The Bubble Double, ne, auch von Yepoda. Oder ich verwende halt auch irgendwelche anderen Abschminkschäume oder so.
Da muss ich persönlich gestehen, bin ich nicht ganz so fixiert auf Jepoda an sich, sondern halt wirklich auf Schaum oder auf Cleanser, Double Cleansing. Das ist halt einfach der zweite Schritt, womit du einfach die ganze Geschichte nochmal runterwäscht. Und dann bin ich abgeschminkt. Und dann habe ich auch keine Panda-Augen. Und dann ist auch wirklich alles aus meinen Wimpern raus. Und das hat wirklich noch kein anderer Reinigungsbalsam so gut geschafft, wie The Calm Balm von Jepoda. Muss ich wirklich dazu sagen. Und das ist auch mein Lieblingsprodukt von Jepoda, ne? Ich habe einen Code von Jepoda. Normalerweise ist es Claudi30. Heißt 30%. Diese Woche, oh Leute, das ist krass, es ist Claudi43. Ihr bekommt 43% Rabatt. Ich habe keine Ahnung, ne? Also ich glaube, so einen großen Rabatt habe ich noch nicht gehabt. Ich finde es hart. Ich feiere das hart. Auch das ist fast die Hälfte und ich finde es voll krass. Also, ne, da habe ich jetzt keine Aktien drin, also ich habe keinen, dass ich da was dran verdiene oder so, kein Affiliate-Code. Claudi43, Leute, zieht euch das rein, gönnt euch hart, falls ihr gute Abschminkprodukte sucht. Und gleichzeitig haben die halt auch mittlerweile so eine Pflegeserie, da habe ich jetzt aktuell etwas ausprobiert, das habe ich auch eine Weile jetzt verwendet und auch aufgebraucht, das kommt auch gleich ins Aufgebraucht-Video. The Repair Hero, das ist mit... mit Niacinamiden. Also die kannst du eigentlich ganz gut zusammen verwenden. Also ich würde sie empfehlen, weil das halt für supersensible Haut sehr angenehm ist. Supersensibles Produkt zum Abschminken, supersensibles Produkt für sensible Haut. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Auf jeden Fall fand ich das Serum auch sehr, sehr angenehm. Es ist sehr schnell eingezogen, hat meine Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt und ich finde auch, dass es mein Hautbild schön gemacht hat. Also damit bin ich gut klargekommen. Niacinamide sind auch dafür da, um die Haut zu beruhigen. Gleichzeitig ist da auch irgendwie noch so ein Ausgleichungsgedöns mit drin. Fragt mich nicht, ich kenne mich jetzt nicht so super krass mit Inhaltsstoffen aus. Und es ist halt dieses K-Beauty-Gedönsen. Es war eine schöne Konsistenz, es ist wieder mit einer Pipette gewesen, wir haben eine Glasflasche, wir haben tierversuchsfreies Produkt und so. Claudi43, 43%, Leute, gönnt euch hart. Ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung, würde ich mal so sagen. Ja, und jetzt bin ich tatsächlich schon ich bin mit meinem Alphabet am Ende angekommen. Also wie gesagt, falls ihr Empfehlungen findet und während der Black Week irgendwelche geilen Deals entdeckt, schreibt mir das gerne hier in die Kommentare rein, damit die ganze Community das direkt sehen kann. Oder schreibt mir das gerne auf Instagram, damit ich das dort teilen kann. Tobt euch aus. Ich finde es ganz cool, wenn wir hier so eine kleine Plattform haben, um das einfach miteinander teilen zu können. Oder auch auf Insta, wie ihr möchtet. Gönnt euch hart, ne? Jo, jetzt habe ich euch schon mal so ein bisschen mein Wissen mitgeteilt. Ich bin auf euer Wissen gespannt und wünsche euch viel Spaß in der Black Week. Verirrt euch nicht allzu sehr und bleibt gesund. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauts. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!